Herzlich willkommen zur dritten Online-Andacht von der evangelischen Kirchengemeinde Liechtenstein. Die letzten Wochen haben uns Menschen in verschiedenster Hinsicht deutlich unsere Grenzen aufgezeigt. Ich muss auch gar nicht aufzählen, wir haben alle mehr oder weniger intensiv unsere Erfahrungen gemacht mit Einschränkungen. Und auch wenn es mühsam war und noch mühsam ist, so tut es uns zwischendurch immer wieder auch gut, so eine Erfahrung müssen zu machen. Und wenn wir genau hinschauen, so merken wir, dass Grenzen und der Umgang mit Grenzen für uns Menschen ein Thema ist, das uns unser ganzes Leben lang einfach begleitet. Bewusst oder unbewusst. Und auch wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir dort immer wieder ganz viele Menschen mit ihren Geschichten, von ihren Begrenzungen. Und wie sie sie gemeistert haben mit ihrem Gott im Vertrauen auf den unbegrenzten Gott. Zwei Beispiele dazu. Das Gebet vom König David aus dem Alten Testament. Die Wogen des Todes verschlangen mich, die Fluten der Zerstörung gingen über mich hinweg. Doch in meiner Not betete ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott um Hilfe. Da erhörte er mich in seinem Heiligtum. Mein Schreien drang durch bis an sein Ohr. Er brachte mich an einen sicheren Ort und rettete mich, weil er Freude an mir hatte. Herr, du bist mein Licht. Du, Herr, hast meine Finsternis erhellt. Mit dir kann ich einen Wall erstürmen, mit dir überwinde ich jede Mauer. Er macht meine Schritte leichtfüßig wie die eines Hirsches und stellt mich hin auf meine Höhen. Du gibst meinen Schritten weiten Raum und meine Knöchel wanken nicht. Der Apostel Paulus schrieb im 2. Korintherbrief: Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Und jedes Mal sagte er: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Auch wenn die Coronavirus-bedingten Einschränkungen wieder mal einmal werden vorbei sein, so werden wir als Menschen doch immer wieder mit unseren Grenzen konfrontiert. Und der eine von uns spürt sie tagtäglich ganz schnell und lähmend. Ich denke zum Beispiel an Menschen mit einer Depression oder einer Behinderung. Und die anderen spüren sie selten und als einen besonderen Kick. Ich denke zum Beispiel an Extremsportler. Wir alle kennen eine Vielzahl von geografischen und sozialen Grenzen. Landes-, Kantons- und Gemeindegrenzen, Gesetzgebung, Verkehrsregeln, das Naturgesetz, Sprachbarrieren, kulturelle Grenzen
und sogar einen Garten habe. Und dann kommen die Einschränkungen in unserem persönlichen Leben. Bei den Finanzen, bei der Gesundheit, bei der Intelligenz, beim Alter, bei sozialen Kontakten oder Einsamkeit oder Verlusterfahrungen, bei der Arbeitsbelastung, bei der Lärmbelastung, beim Gruppendruck und noch vieles mehr. Und Grenzen können dabei entweder hilfreich, schützend und sinnvoll sein. Denken wir zum Beispiel an die Verkehrsregeln. Oder sie können einengend, hinderlich und bedrängend sein. Denken wir zum Beispiel an ein körperliches Gebrechen. Wir Menschen, wir haben den unbändigen Drang in uns innen, Grenzen zu überschreiten. Ohne diesen Drang gäbe es keinen Fortschritt in der Technik und in der Medizin, in der Wissenschaft. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Tendenz in uns, Grenzen aufzurichten, wo es gar nicht nötig wäre. Gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Im Zusammenleben mit den verschiedenen Kulturen zum Beispiel. Oder bei der Suche nach einem Sündenbock in einer Krise. Wie können wir mit unseren Grenzen umgehen? Mit diesen Grenzen, die unsere persönliche Lebensentwicklung und Lebensentfaltung behindern. Wir kommen drei Möglichkeiten in den Sinn. Wir können erstens resignieren und an den Grenzen verzweifeln. Wir können zweitens Grenzen überwinden. Und wir können drittens innerhalb der Grenzen ein erfülltes Leben führen. Die Variante 1, die lohne ich jetzt hier mal auf der Seite. Da muss ich nichts dazu sagen, das wünsche ich auch niemandem, das Resignieren. Darum im Folgenden kurz ein paar Gedanken zu den Varianten 2 und 3. Und beide Varianten werden wir immer wieder nebeneinander in unserem Leben finden. Und ein Teil von der Lebenskunst besteht gerade darin, können zu unterscheiden, wo das es für mich dran ist, eine Grenze zu überwinden und wo das es für mich dran ist, innerhalb von einer Grenze glücklich können zu leben. Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen, sagt der israelitische König und Dichter David in einem Gebet vor 3000 Jahren. Ein bisschen provokativ, aber wahr. Und ein schönes Bild für unser Thema: Grenzen überwinden. Was wir uns nicht vorstellen können, dass es uns möglich ist, wird möglich. Und wie viele Geschichten gibt es doch in der Bibel, wo Menschen genau das gemacht haben? Der David besiegt nur mit einer Steinschleudere der Goliath, der schwer bewaffnete Ries in einer Panzerrüstung. Der Gideon, der sich zuerst in einem Stall versteckt und einen Auftrag von Gott aus Angst vor der Dorfgemeinschaft in der Nacht ausführt, schlägt mit 300 Mann und ohne Waffen ein ganzes findliches Heer in die Flucht. Die junge Witwe Ruth verlässt ihr Heimatland Moab und zieht mit ihrer ebenfalls verwitweten Schwiegermutter auf Israel, wo sie eine neue Heimat und eine neue Familie findet und zur Urgroßmutter von dem König David wird. Und der Mose, wo keine Begabung hat zum Reden und doch ein ganzes Volk in die Freiheit führt. Wie kann ich meine Grenzen überwinden? Ich denke, meistens passiert es durch Übung und Training. Manchmal werde ich unvorbereitet, aber auch ins sprichwörtlich kalte Wasser gerührt. Und ich muss einfach etwas machen, damit ich nicht untergehe. Und zu meinem Erstaunen klingt es mir auch. Manchmal ist der Leidensdruck so gross, dass ich einfach nicht mehr anders kann, als über meinen eigenen Schatten zu springen. Oder manchmal spüre ich tief in meinem Inneren, dass der nächste Schritt jetzt einfach muss sein, dass ich im Leben
weiterkommen. Grenzen überwinden, Mauern überspringen, klar, das braucht immer Mut. Und die einen haben von Natur aus mehr davon und die anderen weniger. Das ist aber nicht das Entscheidende. Der David hat gesagt, mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Das Entscheidende ist für mich da dabei die Formulierung, mit meinem Gott. Grenzen überwinden braucht also Vertrauen. Vertrauen eben gerade nicht in meine eigenen Fähigkeiten, wie uns das in den Selbsthilferatgeber immer wieder erzählt wird, sondern Vertrauen in meinen Schöpfer und himmlischen Vater. Vertrauen in seine Macht, in seine Fähigkeiten und Möglichkeiten, die meine eigenen bei weitem übersteigen. Ich bin sicher, es kommen Ihnen, wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen, die eine oder andere Situation in Sinn, wo Sie genau das erlebt haben. Wo Sie im Nachhinein gestaunt haben, wie Sie etwas geschafft haben. Oder sind es eben gerade nicht Sie selber gewesen, sondern Gott? Grenzen überwinden kann ich im Vertrauen auf die Macht von Gott. Manchmal ist es aber vielleicht auch nicht dran, Mauern zu überspringen. Hat Gott ganz andere Absichten mit meinem Leben? Wenn man Grenzen nicht kann erweitern oder sprengen, dann kann man lernen, damit umzugehen, sie zu akzeptieren und gut innerhalb von diesen Grenzen zu leben. Und diese Erfahrung hat auch der Apostel Paulus gemacht. Er, der sonst in seinem Leben wirklich einen Haufen Grenzen gesprengt hat und Mauern übersprungen hat. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 12, schreibt er, dass er ein einschränkendes körperliches Leiden einfach nicht losgeworden ist. Auch nicht nach viel Gebet. Dafür verspricht ihm Gott, dass er ihm in seiner Schwäche immer wieder genug Kraft gibt, um damit zu leben und zu wirken. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt Gott. Und Paulus hat das akzeptiert und erlebt. Immer wieder werden auch wir in unserem Leben nicht darum herumkommen, Grenzen zu akzeptieren. Weil wir Menschen einfach begrenzt sind, vergänglich, nicht vollkommen oder gar allmächtig. Dass wir innerhalb von Grenzen ein erfülltes Leben können führen können, dafür brauchen wir auch Vertrauen. Vertrauen in die Gnade und in die Barmherzigkeit von Gott. Und auch dafür gibt es einen Haufen Beispiele in der Bibel. Der Josef sitzt jahrelang unschuldig im Gefängnis, aber er vertraut Gott und wird dort zum Seelsorger von seinen Mitgefangenen. Der Mephibosheth hat sein Leben lang gelähmte Füße gehabt, weil ihn jemand als Kind hat lockeien. Dafür hat er jeden Tag am Tisch vom König David dürfen mitessen. Witwen, die sich ihren Lebensunterhalt in der damaligen Kultur nicht haben selber können verdienen, sind von der christlichen Gemeinde in Jerusalem mit allem Nötigen versorgt worden und haben dafür Zeit gehabt, junge Mütter zu unterstützen. Und der kranke Magen von Timotheus hat ihn nicht daran gehindert, ein wichtiger Mitarbeiter von Paulus zu sein. Ich bin sicher, es kommen auch Ihnen, wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen, die einen oder anderen Situationen in Sinn, wo Sie genau das erlebt haben, wo Sie im Nachhinein gestaunt haben
über so viel Lebensqualität unter misslichen Umständen. Innerhalb von Grenzen leben kann ich im Vertrauen auf die Gnade und auf die Barmherzigkeit von Gott. So einzigartig wie jeder Mensch ist, so einzigartig sind auch seine Grenzen und er sich muss damit auseinandersetzen. Und was für den einen etwas wie eine Türschwelle ist, ist für den anderen eine ganze Hauswand oder umgekehrt. Und jede Lebenssituation und jedes Lebensalter bringt neu andere Grenzen und Herausforderungen mit sich. Darum hat es keinen Sinn, sich im Umgang mit Grenzen mit anderen zu vergleichen. Ach, könnte ich doch nur so wie der Peter. Ach, wäre ich doch nur so wie die Marianne. Gott macht das übrigens auch nicht. Er vergleicht uns nicht mit anderen. Er kümmert sich persönlich und individuell um jedes Einzelne von uns. Und er wird uns auch immer wieder die Weisheit geben, können zu unterscheiden, wo wir Grenzen sollen überwinden und wo wir zufrieden innerhalb von Grenzen sollen leben. Wo wir auf seine Macht und wo wir auf seine Gnade und Barmherzigkeit sollen vertrauen. Für unseren allmächtigen Gott sind irdische, menschliche Grenzen, in welcher Form auch immer, keine Einschränkung. Vertrauen wir darauf? Wir nehmen uns einen Moment Zeit für das Gebet. Danke Gott für alle Grenzen, die wir in unserem Leben schon haben können überwinden. Danke auch für alle Lebensqualität innerhalb von Grenzen in unserem Leben, mit allen Einschränkungen. Wir bitten dich für körperlich und psychisch kranke Menschen. Bitte um Mut und Demut zum Tragen und wo es dein Willen ist, auch um Heilung. Wir bitten dich für Menschen, die von Armut betroffen sind, Obdachlosigkeit oder Arbeitslosigkeit,
Wir bitten dich um neue Hoffnung, um neue Perspektiven für einen Ausweg aus einer eingeschränkten Situation. Wir bitten dich für Menschen, die auf der Flucht sind, für das Leben in Freiheit, in einer neuen Heimat. Wir bitten dich für Politiker und Verantwortungsträger in unserer Gesellschaft, dass sie gute Entscheidungen treffen, losgelöst von Einzelinteressen zum Wohl von allen Menschen. Danke, dass du ein Gott bist mit unbegrenzten Möglichkeiten, auch in meinem Leben. Amen. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wir freuen uns auf Rückmeldungen auf unsere Online-Andachten. Und selbstverständlich dürfen Sie auch gerne uns Pfarrer anrufen, wenn Sie in irgendeiner Form einen Beistand brauchen oder eine Unterstützung. Und aktuelle Mitteilungen, was in unserer Kirchengemeinde läuft und wie oder auch nicht, das finden Sie auf unserer Homepage www.kirchefl.li. So schließen wir die Andacht ab mit dem Segen, mit einem guten Zuspruch von Gott für Sie alle. Die Gnade von unserem Herr Jesus Christus und die Liebe von Gott und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sind mit euch allen. Amen.